Und damit wieder herzlich willkommen zurück bei Enchorstus und ja, der Abenteuerparty von der letzten Folge. Alter, was war das denn für ein Chaos, bitte? Ja, erst sind die Kinder hier irgendwo da in der Höhle aus irgendwelchen Gründen, die ich überhaupt nicht verstanden habe, aber okay. Dann wurden wir von da angegriffen, von hier angegriffen. Alter, das war ja fürchterlich. So, gut. Sollten wir nochmal was essen? Warte mal. Wir gehen mal nicht essen ohne einen Speer. Flupp. Wir könnten natürlich jetzt die ganze Zeit hier die Dings hier aufessen. Ah ja, komm, dann machen wir. Und wenn wir halt eine Bärenvergiftung kriegen, ist das auch nicht so wild. Wir essen jetzt hier die Dinger, ne? Die machen wir nicht noch satt. Und kann sein, dass der ein oder andere mal eine Magenverstimmung bekommt. So, und dann können wir unsere Expedition noch weiterführen, ja? Wir lassen mal aktuell die Greise Greise sein und nehmen jetzt einfach mal den Erwachsenen. Ich hole mir jetzt meinen Obsi-Stein und den. Dann peilen wir das nächste Ziel an, ja? So, ergreifen, wechseln wir die Hand. So, das müsste ja da hinten irgendwo sein. Oder da oben? Muldenteich-Oase, Waldgebiet, nee. Abgelegener Höheneingang. Warte mal, oder war das noch weiter höher? Nee, pass auf, wenn ich. Gehen wir erstmal hoch. Gehen wir erstmal sporadisch da hoch, ne? Huch! War sowieso der falsche Ast. Ich müsste ganz hoch gehen, ne? Kann das sein, dass die Felsen hier ein bisschen buggy sind gerade? So, dann hoffen wir, dass auch alle nachkommen. Also die Erwachsenen müssen ja eigentlich wunderbar klettern können, ja? Und die ganzen Kinder sind jetzt quasi an den Erwachsenen dran, ne? So, ich bin sehr gespannt, ob sie das alles hinkriegen. Warum sehe ich denn gerade die Affenbande nicht? So, wo wollten wir hin? Wir wollten. Da oben war das, ja? Da ist einer. Ah. Die sind einen komplett anderen Weg anscheinend gegangen, ja? So, pass auf. Da wollten wir hin. Okay, Waldgebiet, Muldenteich-Oase. Alles klar. So, weil das fand ich nämlich ein wunderschöner Fleck Erde. Ich hoffe, dass man da auch halbwegs in Ruhe gelassen kann. Warte mal, wie sieht's denn aus? Bier. Und da hinten ist ja auch noch einer. Erwachsene. Warte mal, müssten ja fünf da sein. Zwei, vier, fünf. Passt. So, ältere. Müssen es 6 sein, 2, 4, 5. Da hinten 6, alles klar. Gut, alle da. Da ist das Loch. Fällt mir da einer rein, ist was los. Oh, die Musik ist gerade cool. Huh.
Fällt mir da jetzt gerade irgendeiner in das Loch rein? Ja, ist die Hölle los. Gerade gehe ich nach vorne. Ich genieße gerade die Musik. So, 2, 4, 6 ältere. 1, 2, 3 erwachsene. Sollte passen, hoffe ich. Sollte passen, hoffe ich. So. Die Affenbande verlässt somit also langsam, aber sie. Das ist das Problem, was ich hasse. Weißt du, den Greisen, den interessiert das gar nicht. Ach so. Gegenstand nehmen. So, wenn den brauchen wir ja auch die Ausrüstung, ja. Wir waren nämlich gerade ein Tigerchen. Ich weiß aber jetzt gerade, ehrlich gesagt, nicht, in welche Richtung der war. Gut, das Äschchen hatte natürlich jetzt eine Panik, weil es nicht wusste, wo es ist, ja? Ist ja ein neues Gebiet. Gut, das können wir vielleicht nicht ganz verübeln. Wir müssen aufpassen, dass der Tiger... ...nicht wiederkommt. So, haben wir irgendeine Geräuscheanalyse, die nicht von uns stammt? Ich sehe auch optisch nichts. Okay. Da unten ist auch nichts? Nee. Gut, pass auf, dann fangen wir jetzt mal hier an, was zu bauen. Genau, bleib liegen. Prima. So. Hier sind sogar noch Granitfelsen. Gut, die interessieren mich jetzt nicht so sehr. Habt ihr Durst? Bauvorhaben beginnen. Nein, nicht schlafen. Ansiedeln. Warum sind da gerade zwei Kinder nicht mehr auf dem Erwachsenen? Achso, nee, das bin ich ja. Quasi der ausgerüstet ist, ja. So. Gut, wir haben uns ja mal jetzt hier angesiedelt. So, dann müssen wir mal wieder das anfängliche Base einrichten machen, ja. So, tragen. So, dann müssen wir wieder ein paar Betten bauen, nicht wahr? So. Wir bauen ja mal noch ein paar Betten.
Dann essen wir mal und trinken wir mal was. Ja, jetzt ist ja mal diese Folge ist noch ein bisschen einrichten quasi. Hallo, weißer Schleier, geh weg. Danke. Flalup. So, dann tragen wir das Ganze wieder. So, Bett 1, Bett 2. Hier kann man noch Bett 3 hinpacken. So. Gut. Ja, unsere Ausdauer ist gerade voll im Keller, ja. Ja, wir müssen entweder, ich weiß nicht, schlafen. Wir müssen essen und trinken gleich. Machen wir gleich. Geht gleich alles, los. So. Tragen. Gewitter! Gewitter! So. Oh, der ist wirklich fix und alle. Noch nicht mal mehr, dass das Ausruhen bringt irgendwas. Jetzt ist es auch noch kalt. Da hinten ist noch eine Pflanze, ja. Ein Bild will ich jetzt wenigstens noch haben. Jetzt haben wir wie viel? Drei? Vier? So. Packen wir mal hier vorne hin. Ja, kann ich ja hier hinten noch hinpacken, oder? Ja, das geht. Soll ja auch optischen. Na? Warum will der jetzt nicht bauen? Liegt das hier ungünstig? Boah, warte mal. Komm, wir legen uns ja mal schlafen. Das ist ja unter aller Sau, der bewegt sich ja kein Stück mehr. Der bewegt sich aber gerade wirklich kein Stück mehr. Nee, der war völlig fertig, glaube ich. Aber im Schlaf hat es, glaube ich, gar nicht gelegen. Guck mal, da passiert nämlich gerade gar nichts beim Schlafen. So, dafür stehen wir jetzt aber auf. Ah, der hat da Durstfälle, Kanare. Und Hunger. Machen wir gleich. Essen also. Immer was trinken. So. Der wird aber jetzt einen halben See ausschlürfen. Ja, gönn dir, Bruder. Ne? Oder Schwester, ich weiß gar nicht. Oh, hatten alle anscheinend Durst. Ja. Sehr gut. Morgendämmerung. Ist hier noch wer am Schlürfen? Ja. Ist da irgendwie einer in mir drinne? Okay. So, dann erstmal nochmal einen Happen. Nee, nicht schöpfen. Essen. Bisschen stärken. So. Da kann das fröhliche Bauen jetzt beginnen, oder? Ich kann da nicht mehr zugreifen, oder was? Sag mal, hat da noch einer gefehlt, oder wie? Hä? Warum darf ich denn da jetzt nicht bauen? Hm.
Okay, das habe ich jetzt nicht verstanden, aber okay. So, wie viele Betten haben wir jetzt? Jetzt habe ich einen Überblick auch ein bisschen verloren. So, 1, 2, 3, 4, 5 aktuell, ja? So, ein Bett würde ich gerne noch haben. Aus dem Grund, dann haben wir 6 Betten, wir haben 6 Pärchen. Die Kinder können bei den Eltern schlafen. Na? Sollte denn reichen? Zack. Und dann müssen wir mal ein bisschen die Gegend so erkunden, ja, also abscannen. Sodass auch quasi die Erwachsenen nicht mehr hier seine Angst haben. Okay. Ich könnte das schon wieder nicht bauen. Jetzt kann ich bauen. Naja, ist ja auch egal. Muss ich jetzt nicht verstehen, warum und wieso. Ist okay. So. Flavlup. Das haben wir gebaut, das haben wir gemacht. Lass uns einmal hinstellen, einmal abscannen hier die Gegend, ja? So. Halten sich Fragezeichen. Da ist sogar eins relativ bei uns da dran, ne? Das gucken wir uns auf jeden Fall auch nochmal an. Was haben wir da? Da haben wir Stangiria. Flalup. Granitfelsen, das ist auch schön. Obsidian habe ich da hinten auch gesehen auf dem Weg hierher. Ein aufhebbarer Felsen, das können wir auch gleich noch machen. Das ist gerade wie ein Geräusch. So. Ja, wir scannen einmal jetzt alles ab hier. Alles, was jetzt direkt in unserer unmittelbaren Nähe ist, scannen wir jetzt ab. Da oben rennt sogar ein Weibchen von uns rum. Okay. Naja, gut. Solange dir da nichts passiert, ist mir das egal. So, irgendwas vergessen? Noch hier vorne. Flalup. Das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Gut, dann gucken wir mal im Höheren. Na ja, gut, sind nur unsere. Dann riechen wir jetzt mal eine Runde. Ein Fragezeichen? Oh. Okay. Neue Bären oder was? Was ist denn das? Neue Nahrung entdeckt. Holunderbeere. Ah. Komm, wir essen die mal. Gab es irgendeinen Status Effekt? Nö. Eine Holunderbeere. Interessant. Oh, was kann man hier noch zum Erschnüffeln? Nee, das ist klar, was das ist. Da müsste, glaube ich, noch eine sein. Ach so. Ah. Ja. Sehr gut, da oben ist auch sehr, sehr viel Nahrung. So. Haben wir noch irgendwas übersehen? Ich wüsste jetzt nichts, ne? Also gibt es hier Holunderbeeren. Ist sehr interessant, ich würde davon gerne mal ein paar essen. Ob die irgendwie, kann ja sein, dass sie wie die anderen Bären, dass sie nach der Zeit irgendwie blöden Effekte haben. Aber anscheinend nicht. Blablub. Pilze. Pilze hatten auch irgendeinen Effekt. Ich weiß noch nicht mehr welchen. Ja, ja, die knall ich mir jetzt alle hinter. Hehehe.
Habe ich jetzt mit Absicht so gemacht? Jetzt bräuchten wir was gegen der Magenverstimmung. Was macht. Was hilft denn gegen Magenverstimmung? Viel trinken. Viel trinken hilft gegen Magenverstimmung. Guck mal, die ist doch so schnell wieder weg. Das ist kein Ding. Kippifax. Flupp. Fertig. So, Stöckchen in der Hand. Gut. So, da oben haben wir Kokosnüsse. Hier können wir auf jeden Fall sehr, sehr viele Speere herstellen. Hier haben wir einen wunderbaren Kuckfelsen. Und da vorne gibt es wahrscheinlich auch nochmal Nahrung, ja? Flalup. Flalup. So, unsere Gegend, das ist ja unser neues Zuhause. Das soll ja auch erstmal, zumindest ist es so geplant, eine ganze Weile unser neues Zuhause bleiben. Da ja alles mal kennenlernen hier, ja? Wisst ihr, was gerade passiert ist? Mein Arm ist eingeschlafen. Am Controller. Das ist ein Zeichen für nicht so gute Durchblutung, ja? So, Granitfelsen. So, wir haben da auf jeden Fall was zum Entdecken. Da. Hier haben wir den zweiten Bienenstock. Endlich. Neues auf Intelligenz. Ah. Mal noch einen toten Zweig. Ich würde das auch gerne machen, weil unser Neuronenfeld ist quasi sowieso schon voll. Das können wir ruhig jetzt nochmal machen in der Folge. Und dann würde ich sagen, kommen wir so langsam zum Ende, oder? Machen manchmal seine komischen Geräusche, da denke ich, da kommt gleich irgendwas. Achso. Hinlegen. So, Evolution. Die Intelligenz. Ich finde oh, das war zu weit. Ich finde hier oben, da sind wir noch nicht weit genug. Ich finde, hier muss auf jeden Fall noch mehr kommen. So, ist die Verbindung hergestellt. Wird es möglich sein, ungenießbare Ressourcen aus weiter Entfernung zu erkennen? Okay. Ja gut, ja. Sag ich jetzt auch nicht nein, ne? So, was ist denn eine ungenießbare... Achso. Achso, okay. Ja, okay. Verstanden. So, gut. Ich würde mal sagen, für diese Folge war es das erstmal. Nächste Folge, wir müssen ein paar Speere mal herstellen, damit wir hier was haben in der Base. Wir müssen uns ein bisschen um Nahrung kümmern und dann erkunden wir hier die ganze Gegend, ja? Judy, ich bedanke mich fürs Einschalten, fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein, tschüss!